Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy 9. Wir befinden uns hier am Südentor mit Lilly und Steiner, die versuchen jetzt nach Alexandria zu kommen und haben davor mit Sidan, Quina, Vivi und Rhea gegen Gizamaluke in seiner oder ihrer Grotte gekämpft, haben dort gewonnen mit Ach und Krach und sind dann zu den beiden hier gewechselt und haben hier unten ein paar Gespräche geführt und Lilly aus dem Schweißgurkensud befreit und würde jetzt gerne hier noch erkunden, bevor es weitergeht. Eine Potion, naja, ist jetzt nicht gerade das Wertvollste. Das Südentor ist ein gigantisches Tor, immerhin nimmt es einen ganzen Berg ein. Falls ihr euren jetzigen Standort wissen möchtet, schaut einfach auf das Schild dort. Hättest du mir so einfach sagen können, wo wir sind, es wäre viel netter gewesen. Aber es ist bestimmt eine schöne Karte. Seht ihr vielleicht etwas, was euch gefällt? Wir gucken uns erstmal die Karte an. Ach, guckt mal. Fräulein Lilly. Wir haben das Bordentor passiert und befinden uns nun auf der Lindblumschen Seite der Bordenstation. Das Südentor fällt zwar noch unter Lindblumsches Territorium, aber haben wir erst einmal die Arbusbergkette hinter uns, befinden wir uns wieder im Königreich Alexandria. Hier ist unser Ziel, das Treno-Tor. Dieser Weg bringt uns in die Stadt der Adligen, Treno. Ah, der Steiner, da muss sich ganz schön zusammenreißen, dass er nicht zu adelig spricht und die Prinzessin nicht mit Prinzessin anspricht. So, schaut euch nur um. Machen wir. Okay. Gibt jetzt nichts, was von Begehr ist für uns. Das war's. Immer noch er? Ja, genau. Okay, dann lasst uns mal weiter nach oben gehen und, ja, einsteigen. Wollt ihr mit der irgendwas fahren? Euren Passierschein bitte. Bitte. Dankeschön. Heute ist wenig Betrieb. Ich könnte die Abfahrtzeiten flexibel gestalten. Nö, wir haben jetzt alles erledigt, oder? Dann sofort los. Dann bitte einsteigen. Wir werden in Kürze abfahren. Rein mit euch. Heute ist wenig los. Bitte setzt euch, wo es euch beliebt. Cool. Vor kurzem auch mal mit einer Standseilbahn gefahren. Lasst uns hier hinsetzen. Wir werden in Kürze abfahren. Noch ein wenig Geduld, bitte. Steiner, setze dich. Setz dich hin. Ach, die Mary. Halt, noch nicht abfahren. Hechel, hechel. Puh, gerade noch erwischt. Die Haare. Oh, vielen Dank nochmal. Ich habe zu danken. Ich weiß gar nicht, wovon er spricht. Alles festhalten, der Zug fährt ab. Irgendwie fühle ich mich erleichtert. Das ist nur verständlich. Es war in der Tat keine einfache Reise von Lindblum bis hierher. Ja, das stimmt wirklich. Aber euer gekonnter Umgang mit der Weißmagie, euer standhaftes Verhalten gegenüber diesem vorlauten Mokri im Wald der Schogobos und eure grandiose Strategie mit den Schweißgurken. Die Handlungsweise der Prinzessin... Sollst du doch nicht sagen. Die Handlungsweise der Prinzessin ist geradezu ehrfurchtgebietend und famos. Steiner, ihr sollt mich doch nicht so nennen. Oh, bitte verzeiht vielmals. Schon gut. Bei mir hat es auch etwas länger gedauert, nachdem mich Sidan auf meine Sprechweise hingewiesen hat. Der Kerl war die Frechheit in Person, selbstsüchtig und trotzköpfig. Nun ja, zugegebenermaßen war er ein Mann der Tat. Oh, lobende Worte. Aber dieses undistanzierte Verhalten gegenüber der gegenüber Fräulein Lilly ist unverzeihlich. Aber das ist cool, dass Steiner sich an Lilly relativ schnell gewöhnt hat und das nicht so oft mit Garnet verwechselt hat wie ich. Seine Abwesenheit kann uns nur von Vorteil sein. Ich glaube, die Lilly ist da aber ganz schön traurig. Obwohl sie es ja so wollte. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Das war ein kurzes Intermezzo. Kannst du aufstehen, mein Bester? Oh, wie habe ich denn gesprochen? Naja, kümmert euch nicht um mich. Rettet Bormekia, rettet unser Königreich Bormekia. Oh nein. Nein. Ach, die arme Freya. Und arme Vivi und generell alle Arme. Wer war das? Wer hat es gewagt, Bormekia zu überfallen?
gut, dass ich die ganzen Accessoires und Rüstungsteile nicht gewechselt habe. Außer wir wechseln es wieder zu Lilly und Steiner. Nee. Okay, dann können wir gleich mal gucken, ob irgendjemand was gelernt hat. Ich glaube nämlich nicht. Machte das? Ach, guck mal. Können wir Weihrauch gleich mal lernen? Hier ist alles noch I.O. Hier lernt man noch Holzauge. Das können wir so lassen. Das ist auch okay. Hier unten. Lass es mal Insomnia. Du kannst das alles noch weiterhin lernen. Und oh, 250 Hilfe. Hier was anderes? Nein. Und auch nicht so viel. Könnte noch mehr Statuswerte. Ja, Statuswerte kannst du machen. Und das lassen wir so. Dann können wir mal gucken. 1 von 18, 23. Der Vivi, der kann zum Beispiel Insomnia lernen. Verhindert Schlaf. Und dann schauen wir mal kurz auf die Karte hier. Wir müssen nach dort und ich versuche jetzt erstmal die Kamera wieder zu ändern. Nochmal in den Wald zu gehen. Das hat das letzte Mal so überhaupt nicht funktioniert. Mal gucken, ob man... Oh, war das Schokobo-Spuren? Und dann zu schauen, ob wir die Schokobo-Karte hier einlösen können, weil das sprach bei irgendeiner Karte von einem... Ich weiß nicht mehr. Eine Stadt in der Wüste oder sowas? War das nicht hier? Keine Ahnung. So, die können wir nicht fressen. Die machen wir ganz normal. Fertig. Was wollte ich euch erzählen? Genau, ich habe das letzte Mal groß angeteasert, dass ich noch über ein Thema mit euch sprechen wollte, was mir zu Weihnachten passiert ist. Ich wurde beschenkt. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Beziehungsweise, wir haben uns geschenkt. Ich beschenkt. Ich wusste davon noch gar nichts. Wir haben jetzt ein Steam Deck. Und als ich das ausgepackt habe, war ich total verwirrt, weil ich gedacht habe, okay, was ist das? Okay, ein Steam Deck, habe ich mal gesagt, dass ich das haben möchte. Und in dem Moment dämmerte es mir so, oh mein Gott, ganz, ganz viele spielerische Möglichkeiten ergeben sich jetzt für dich. Und das ist so wie, als wenn du schon sowieso einem Drogen-Junkie jetzt irgendwie noch ein, was weiß ich, eine Freikarte für Drogen-Disneyland gibst. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Und habe, glaube ich, mich dann am nächsten Tag, am 25. dann, glaube ich, 2 Stunden hingesetzt und habe einfach mal den Steam Store vom den Rollenspielabteil sozusagen durchforstet. Zu gucken, was ich spielen möchte. Es gibt ja einiges, was ich noch auf der PlayStation spielen möchte, wo ich jetzt überlege, ob ich das nicht vielleicht auf dem Steam Deck spiele, insofern es gut läuft. Und habe lange überlegt, was ich spielen möchte. Wo sind denn hier Fußspuren? Wenn ich jetzt wüsste, wo ich welche finde, weil das sieht mir doch nach einer Stadt aus, die windig sein könnte. Ja, und habe überlegt, was ich jetzt spiele und habe mich jetzt tatsächlich für die Reboot-Trilogie von Tomb Raider entschieden. Die wollte ich schon seit Ewigkeiten mal hintereinander spielen. Und im Zuge des Remasters der ersten 3 Teile, was nächstes Jahr erscheint, dachte ich mir so, ey geil, da tust du einfach, wenn du die 3 Remaster-Teile gespielt hast, die werde ich auf der PlayStation spielen, okay, Freya hat im Weihrauch gelernt, spiele ich dann die originale Storyline mal bis zum Schluss, also bis Underworld. Und tu jetzt einfach schon mal tu dann sozusagen das Reboot einfach mal spielen. Und hab jetzt schon, bestimmt 3/4 habe ich jetzt schon vom ersten Reboot-Teil gespielt. Hab da so einen Spaß. Der PlayStation hat es bei mir vor kurzem nicht so richtig gefunkt, aber dort bin ich jetzt nochmal so richtig drinne. Vielleicht... Nee, das ist jetzt keine Krabbe. Nee, das ist ja ein Skorpion, ein Wüstenskorpio. Und ich würde mal vielleicht die Freya noch angreifen lassen, in der Hoffnung, dass das nicht zu viel ist. Dass die Quina mal Fressi-Fressi macht. Fressi-Fressi haben wir ganz oft zu unserer Hündin immer gesagt, wenn es Abendbrot Essen gibt. Wenn es zum Abendbrot ihr Essen gibt. Level 3 Deflex. Aha. Klingt interessant. Wenn wir uns mal bei Gelegenheit anschauen. Und hoffe eben, dass Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider genauso gut funktionieren wird wie, sag mal, wie der erste Tomb Raider Teil. Das wäre cool. Und ich mache das so in den Gebieten. Ich mache die Story, da überspringe ich die Szenen, weil das interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Und dann werde ich versuchen, so viel wie möglich von den Schätzen und sowas zu finden. Werde aber auch nicht alles dort suchen, weil so haargenau muss ich es dann auch nicht nehmen. Und werde dann nächster Zeit mich diesen Reboots widmen und überlege jetzt tatsächlich, weil Hashtag First,
First World Problems entschuldigt. Nochmal, Hashtag First World Problems. Es kommt ja am 29.02. Final Fantasy VII Rebirth. Und das werde ich definitiv auf der PlayStation 5 spielen. Muss ich auch dort spielen. Gibt ja keine andere Konsole, wo man es erstmal spielen kann. Und dann würde ich sozusagen... Oh, Level Up hat die Freya gelernt. Ich guck mal. Was ist denn das? Ja, beim Eisenhelm. Den kannst du aber drinnen lassen. Und es ist auch schon ausgerüstet. Super. Aber guck mal, der Vivi hat jetzt 6 von 18. Aber der hat noch nicht mehr Abilities, die er anlegen kann. Und, wartet mal, geht's hier durch? Was wollte ich sagen? Genau, und dann gibt's aber auch noch Yakuza Infinite Wealth, was Ende Januar erscheint. Und Anfang Februar kommt, glaube ich, auch noch Granblue Fantasy Relink. Und da habe ich jetzt überlegt, wie kann ich das unter einen Hut bringen? Und ich überlege gerade, wenn das Infinite Wealth gut läuft auf dem Steam Deck, ob ich vielleicht Yakuza sogar auf dem Steam Deck spiele. Dann kann ich das nämlich parallel dann irgendwann zu Final Fantasy spielen. Und ob ich Granblue Fantasy erstmal anfange, das scheint mir auch so ein bisschen, das hat ja, obwohl es man offline spielbar ist, wirkt doch so ein bisschen online-mäßig, wo ich denke, das kann man vielleicht doch relativ gut unterbrechen, weil es vielleicht gar nicht so viel Story hat. Ob ich das dann einfach anfange, einen knappen Monat spiele und dann Final Fantasy VII Rebirth spiele und dann einfach, wenn ich damit fertig bin, dann Granblue Fantasy weiterspiele. So, ob der Plan aufgehen wird, keine Ahnung. So, du hast jetzt irgendwas gelernt? Keine Ahnung. Jetzt gehe ich mal hier gucken. Sind hier Schokobo? Hier kommen aber auch viele Gegner. Aber das ist nicht schlimm, weil da werden wir gleich mal ein bisschen Abilities lernen. Das ist tatsächlich bei meinem Spielstil jetzt nicht das Schlechteste. Obwohl jetzt hier die Gegner nicht gerade... das Gelbe vom Ei sind, sagen wir es mal so. Doch mal mit Vivi ein bisschen Feuer zaubern und die Quina. Was ist denn jetzt dieses Level 3 Deflex? Senkt bei Gegnern die Verteidigungskraft. Ja, machen wir mal, komm, damit wir ein bisschen was zu sehen bekommen. Ja, und ansonsten, oh, die Freya müssen wir heilen. Weiß ich jetzt gar nichts von irgendwelchen Spielen, die ich spielen will. Ich habe mir jetzt für Steam Deck hatte ich auf jeden Fall, oder wurde schon für mich runtergeladen, irgendwie Knuckle Sandwich. Das habe ich vor kurzem mal bei Game 2 in der im Best of 2023 gelesen. Das soll ganz cool sein. Das wollte ich auf jeden Fall noch spielen. Dann überlege ich tatsächlich noch Star Ocean 2, das Remake noch irgendwie zu spielen. Und ja, tatsächlich, ich gehe nebenbei auch noch irgendwie arbeiten. Ich kriege das unter und habe noch andere familiäre Verpflichtungen, denen ich nachgehe. Verfehlt, okay. Aber ich kriege das alles irgendwie unter. Keine Angst, ich schaffe das. Ja, also wir waren wieder gut ausgesorgt, aber wie gesagt, Final Fantasy VII Rebirth, das wird das heute in 2 Monaten, oh mein Gott, wird so geil, ich freue mich so sehr und ich hoffe trotzdem, dass vorher noch eine Demo kommt, weil ich hätte echt mal Bock, ein bisschen einzutauchen. Ich muss sagen, ich bin extrem gehypt, aber der Hype ist diesmal anders bei mir, weil als es dann Remake rauskam, wusste ich ja noch nicht, wie sich das alles anfühlen würde und sowas, und jetzt habe ich das ja schon und kann mir unter vielem was vorstellen und deswegen ist das eine andere Art von Hype. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht... Und schauen wir mal, ob der Vivi jetzt was Neues anlegen kann. Gemach, Filzhut. Könnte jetzt Zipfelmütze nehmen, damit er wenigstens ein bisschen mehr Stärke hat, falls wir das mal brauchen zum Anfeuern. Okay. Sieht das hier irgendwie nach... Ja, Schokobo-Spuren aus. Super. Sollen wir doch gleich mal machen. Gut, dass wir ganz viel Gießerkraut gekauft haben. Und dann hoffe ich mal, dass dieser blöde Schatz hier ist. Aber ich muss noch mal kurz gucken, ob das der ist. So, fremdes Land. Nee, das wird es nicht sein, aber das hier wird es sein. Guck mal. Nee, absteigen. Ah, guck mal. Komm in der Sache näher. Komm. Liebes Schätzchen. Kann jetzt wieder überall sein. Ja, es ist sehr schön. Was haben wir denn drin in unserem Schatzkistchen? Merkwürdiger Rauch steigt auf. Okay, passt auf. Ich werde irgendwie müde. Okay. Ah ja. Bin wahrscheinlich jetzt tot und komme im heiligen Kosmos an.
What is happening? Das wäre Super Mario World Galaxy oder Super Mario Galaxy, wie das hieß, wo wir im Planeten gelaufen sind. Oh, wie schön. Guck mal, wie sie tanzen für uns. Oh mein Gott, ein dicker Schokobo. Hallo. Ich habe nicht dick gesagt. Ich meine, du bist einfach wohlgenährt, weil du es dir leisten kannst, so wegen Geld und so. Die Besucher, die hierher kommen, sie suchen nach der Heimat und ihren Freunden. Oh, Schoko, du suchst das friedliche Zusammenleben mit deinesgleichen. Ist es nicht so? Ja. Krä? Du, der seine Heimat sucht. Wir erwarten deine Heimkehr. Oh, guck mal, wir sind blau. Also nicht betrunken, sondern von der Farbe her. Oh, Schoko, du hast die Fähigkeit erhalten, auf seichtem Wasser zu gehen. Cool, zu einer Sandbank gelangst du über den Sandstrand. Dein Weg ist noch lang, aber du hast bereits einen großen Schritt getan. Cool, ich liebe gefärbte Schokobos. Tschüss. Jetzt nur so eine Erscheinung. Mit der unten links Harfe? Nee, alles können. Multiprofessionell. So. Ein trockener Strand wird es nicht sein, an der Kälte definitiv auch nicht. Seichtes Wasser. Und bei der Sicht. Ja. Ja. Wir können jetzt mal gucken, wenn wir schon mal hier sind. Das sieht ja, aber wir kommen jetzt nicht besonders weit. Aber guckt mal, wir können schon ein bisschen ins Wasser rein. Cool. Das finde ich schön. Aber bringt uns jetzt nicht so viel. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen jetzt die Karte einfach, weil das andere wird hier nicht sein, weil ich glaube, hier ist keine. Das ist Bomekia. Hier sind wir hergekommen, ne? Oder? Wartet mal. Hier wird kein Morast sein. Oh, da können wir gleich mal reingehen. Der Wind hat es mir verraten, der Geruch von Verbranntem und der Geruch von Blut. Hinter den Mauern spüre ich den Rausch des Triumphes, gerade frisch vom Krieg heimgekehrter Soldaten. Das ist nicht gut. Ihr riecht es komisch, Mampf. Das verheißt nichts. Oh, das. Oh Gott, das ist echt schwierig. Das verheißt nichts Gutes, Mampf. Aufpassen Sie, du bist ein Mikrospucke. Aber die Blumen riechen gut, Mampf. Okay. Aus ihrem natürlichen Verhalten kann unsere Eins noch Lehre ziehen. Da wäre ich mir aber nicht so sicher, ob man von der noch was lernen kann. Wäre ich zu meinen Gefühlen so ehrlich wie die werte Quina, dann täte ich jetzt sicher. Sieh dann, diese Blume, sie schmeckt ausgezeichnet, Mampf. Siehste? Ja, die Quina, die lebt einfach im Moment. Die ist die Verkörperung von Achtsamkeit. Finde ich super. Wenn die Quina Achtsamkeitkurse geben würde, ich würde sagen, die wären immer ausgebucht. Nein, nein, der Schein trügt sicherlich. Uns läuft die Zeit davon. Lasst uns gehen, Bomekia ist nicht mehr weit. Okay, wir catchen uns mal schnell hier noch die Schatztruhen und dann geht's weiter. Ein Zelt. Kann man hier wieder an die Türe kloppen? Hallo? Nope. So, dann essen wir auch erstmal eine Blume. Ich glaube, der Sidan hat richtig Kohldampf. Und dann vergiftet er sich übelst und dann war's das mit Rettung Bomekias. Ich mache nochmal kurz eine kleine Runde. Nee. Hier ist nichts so. Nicht mal ein Wald. Sprich, ich kann das mit dem Wald jetzt auch gar nicht ausprobieren. Naja, gut. Dann sei es so. Dann lasst uns mal nach Bomekia gehen und ich speichere nochmal. Nee, man speichert nicht mit Dreieck, sondern mit Viereck. Wir zählen nochmal eine Runde. Ansonsten habe ich ja erzählt beim letzten Mal, dass ich bei Lies of P an einer dummen Stelle stehen geblieben bin. Und tatsächlich habe ich es am Morgen danach, nachdem ich sozusagen davon erzählt hatte, habe ich es tatsächlich dann beim dritten oder vierten Versuch schon geschafft. Ich habe einfach, ich muss nochmal kurz hier zurückgehen. Ich habe einfach meine Fähigkeitenleiste aufgeladen, habe noch irgendwas anderes gemacht und dann habe ich es relativ schnell geschafft. Und bin gerade wieder voll im Flow drin. Habe, glaube ich, so ein bisschen weniger als die Hälfte. Und habe dann sozusagen noch über die Hälfte vor mir und freue mich sehr. Oh no, das sieht nicht gut aus. Das ist also das Heimatland von Freya.
Hey Freya, komm schon, beeil dich. Die Musik. 5 Jahre schon, seit ich meine Heimat verließ. Und dann kommst du zurück und das passiert. Scheiße. Doch in meinen Träumen konnte ich sie nie vergessen. Keine Nacht, in der ich nicht von ihr träumte. Ich bin zu Hause. Auch ich habe mich seit damals gewandelt. Und nun ist die Zeit gekommen, in der meine Fähigkeiten als Drachenritterin auf die Probe gestellt werden sollen. Auch ich werde alles geben. Ich auch. Ich auch, Mampf. Oh, danke, ihr Lieben. Gut, dann lasst uns gehen. Ach Mann, Freya, ich glaube, deine Rückkehr hast du dir wirklich anders vorgestellt. Reich des ewigen Regens. Ich habe mich gerade gefragt, ob das auch mal Sonnenschein geben wird. Aber was zu tun, bin ich denn wirklich imstande? Wir schaffen das, Freya. Aber sich darüber den Kopf zu zerbrechen, dafür ist es jetzt zu spät. Richtig. Denk an Quina, denk an Quina. Gut, ich weiß nicht, ob das bringt mit euch. Was, nochmal, ob das was bringt, mit euch zu sprechen? Nein, ihr wirkt relativ mausetot, was jetzt ein dummer Spruch ist in Anbetracht der Tatsache, dass ihr Mäuse seid. Entschuldigung. Geht's hier mal rechts rein? Aber das ist der Comic Relief, das ist der schwarze Humor, ich weiß nicht. Ich will nochmal kurz zurückgehen, ob man nach links konnte. Nee. Das Lied ist doch total interessant, weil ich finde, das ist nicht super tragisch, aber irgendwie so ehrfürchtig, keine Ahnung. Oh, die schon wieder, ja. Schon wieder ihr, sag ich. Wirklich ein lästiges Pack, sag ich. Seid bereit zu sterben, sag ich. Es ist wirklich, die lösen in mir so den Hass aus, das ist unglaublich. Ja, die haben töten gesagt, was sonst. Und das ist schon wieder. Also es gibt selten in Spielen so Charaktere, die mich so richtig auf die Palme bringen. Ich überlege gerade bei Final Fantasy VII, ob es da jemanden gab, der mich richtig, angekotzt hat. Muss ich mal kurz überlegen. Nochmal. Ah. Gerade jemand, den ich richtig ätzend fand. Fällt mir jetzt gerade niemand ein. Bei der 8 gab es definitiv jemanden, da haben mich manchmal hier Cypher und hier Konsorten haben mich genervt, weil die irgendwie so treu doof waren. Aber hier Zorn und Sonne, das ist wirklich, boah, das ist so der Hass. Die können irgendwie nix, die können nur Ärger machen. Die Outfits finde ich ganz witzig, finde ich, muss ich sagen. Aber eben Narren, ne? Freya, kommst jetzt runter? Speer? Na? Sehr schön. Gut. Auch wenn es mir wehtut, euch zu töten, aber es bleibt nichts anderes übrig. Ansonsten habe ich, bevor ich hier mein Let's Play aufgenommen habe, noch wieder das letzte Let's Play noch gegengehört und geschnitten, musste wieder ein bisschen mehr schneiden, die Shorts noch fertig gemacht und hatte zwischenzeitlich noch Balkon bei uns aufgeräumt. Da erzähle ich gleich, wir müssen ja gucken, ob noch was zum Vertonen kommt. Ihr seid ja immer noch nicht tot. Das wird dieser Generälin aber gar nicht gefallen, sag ich. Genau. Wenn die erstmal sauer ist, dann habt ihr gar nichts mehr zu lachen, sag ich. Okay. Zittern vor Angst. Ich hatte ja mal so eine Art Blumenbeet selber gebaut und dummerweise vergessen, dort irgendwie einen Wasserablass zu bauen, was dazu führt, dass das Wasser übelst dort drinnen schwimmt und steht. Das muss ich immer abschöpfen. Muss mir mal irgendwas überlegen. Eigentlich müsste ich ein paar Löcher reinbohren, aber das ist so fester Stahl. Keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Voll schön hier drin aus, wenn es nicht so kaputt wäre. Und dann hatten wir noch so eine altes Behältnis rumstehen, wo abgetrennte Pflanzenteile rumlagen. Da hat es ewig reingeregnet, stand ewig rum. Das hat gestunken wie Sau. Ekelhaft, ich habe das dann im Bad sauber gemacht. Was seid ihr denn? Hilfe. Hypnolysk. Ich würde sagen, machen wir Feuer. Machen wir mal Angriff und machen wir jetzt mal hier mit Freya und Zidane. Das hat das letzte Mal gut funktioniert. Und wenn die nicht gestorben, oder wenn das Ding nicht gestorben ist, würde ich es mal fressen. Ja, Mann, wir haben es verstanden. Gemach, ganz toll. Jetzt mal einen schönen Witz vorbereiten. Also, letztes Mal hätte ich einen schönen Witz reißen können zum Thema Gemach. Der ist mir jetzt beim Gegenhören noch eingefallen. Vielleicht mache ich den nochmal an anderer Stelle, wenn er spontan kommt. Das war ein richtig schöner Dad-Joke. Mal gucken, ob er mir noch wieder einfällt. So. Hat jetzt
Nee, sie Dame ist noch bereit. Okay, nee. Das geht nicht. Dann würde ich vorschlagen, wir... Oh Gott, das ist langsam. Vielleicht machen wir mal Vivi und Freya. Vielleicht bringt das was. Oh, was ist das? Ist das Versteinerung? Ist schlecht. Dann mache ich mal Feuer und Freya. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann machen wir... Ach so, 186 reicht schon. Dann gucken wir mal, was Freya jetzt auslöst. Hä? Ach so, den hat man schon... Na, wir gucken mal. Kannst mal klauen. Vielleicht reicht's ja. Nee, muss Muschschwächer werden, sagt Vivi. Müssen nur aufpassen. Es kann dann sein, dass wir die Quina jetzt gleich... Ich weiß gar nicht, ob das Gips jetzt schon... ob man eine Goldnadel jetzt schon geben könnte. 20, das ist zumindest größere Schritte als beim letzten Mal. Dann gucken wir mal. Ne? So, jetzt wird die Quina erstmal gegipst. Wird zu Gips. Gibt es da so ein Äquivalent wie sie wird versteinert, sie wird gegipst? Nee, das klingt doch blöd. So, wo ist die Goldnadel? Goldnadel. Sag es nicht, ich habe keine Goldnadel. Doch. Sagen. Frechheit. So, du kannst nochmal klauen. Ich glaube nicht, dass es noch was Besseres geben wird als High Potion. Ja, auf jeden Fall war das echt eine übelst eklige Sache. Ich habe das im Bad, eine Goldnadel, witzig, alles sauber gemacht und das stinkt dort einfach nur bababa, ekelhaft. Das kommt, wenn man zu faul ist und das einfach monatelang nicht wegmacht. So. Vielleicht schafft sie Quina jetzt ansonsten wieder mit Vivi. Immer noch. Ja, ich werde das jetzt nicht vorspulen, weil... Oh, guck mal, Steiner könnte... Steiner. Zidane könnte man mal entsteinern, das wollte ich sagen. Ansonsten wollten wir heute früh frühstücken gehen bei einem Bäcker hier bei uns in der Nähe. Die haben ein ganz cooles Frühstücksangebot und wir hatten uns übelst drauf gefreut. Und dann haben die das einfach... Bieten die das zwischen Weihnachten und Silvester nicht an. War aber nirgendwo draußen irgendwie... ungenießbar toll. Stand draußen nirgends... Draußen nirgends dran, auch drinnen, wenn du dich hingesetzt hast, stand noch der Flyer sozusagen auf dem Tisch für das Angeboten, als wir dann vorne gefragt haben, dass wir das wollen. Nee, das gibt's gerade nicht. Ja gut, wenn das so ist, dann ja, ist deren Entscheidung. Das fand ich ein bisschen schade, weil wir hatten uns echt drauf gefreut. Da haben wir uns mal durchgerungen, das mal zu machen. Quatsch, ich will doch spielen. Fand ich ein bisschen schlecht kommuniziert und auch den Grund, den sie dann genannt haben, den fand ich ein bisschen putzig. Aber gut. Sei es so. Wir sind dann einfach zu einem anderen Bäcker gegangen, konnten uns aber dort nicht so richtig einigen und da sind wir dann in Aldi. Ach, nee, ich dachte, ich wollte es zu der Kiste, aber da komme ich von hier gar nicht hin. Sind dann in Aldi gegangen, haben dort geiles Frühstückszeug geholt und haben dann hier zu Hause im Endeffekt gefrühstückt, irgendwie erst gegen um 12. Also total bescheuert. Ach, da müssen wir dort oben rein. Was ist das hier? Oh, eine Kiste. Ich dachte, da liegt wieder eine Mausi. So, ja, der Loot ist hier. Okay, oh, was... Das ist eine Fresskiste. Dark Souls-Style. Ich kann's vergessen. Oh, die hätte noch ein Geräusch gemacht. Hilfe. Ob man die fressen kann? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Hilfe rufen. Das ist ja nervig, sowas. Mach mal den Husart-Markus weg. Und den Mimik. Auch ein Mimik. Sehr toll. Greifen wir aber erstmal eine Weile an. Wie jetzt? Aber da ist es nie weg. Aber vom Design schon ein bisschen geil, muss man mal sagen. Ansonsten habe ich mir jetzt noch... ach so, ist schon weg, schade. Ja, kann man nicht fressen. Hab ich mir jetzt noch für meine Songcovers, hatte ich ja schon erzählt, dass ich mir so einen Stuhl bestellt habe. Ich habe mir so zusätzlich noch Kopfhörer bestellt, die so besser im Ohr halten. Weil ansonsten, die ich jetzt habe, die rutschen mir immer raus. Ich habe mir jetzt mit so einer Klammer was geholt. Mal gucken, wie das funktioniert. Sitzen erstmal gut. Und da werde ich... bin noch am Überlegen, ob ich die letzte Aufnahme doch nochmal zum dritten Mal nochmal neu mache. Ich entscheide mich einfach spontan, wie mir so ist. Muss das andere Ding ja auch erstmal ankommen. So, Arsène Lupin hast du gelernt. Dann können wir dir jetzt nämlich endlich mal eine bessere Waffe ausrüsten. Augen auf. Muss ich gleich an das Lied von Sarah Connor denken. Augen auf. Was ist das denn? Was ist denn? Ah, nee, das lernt er ja jetzt erst. Aber das muss doch hier dabei sein. Oder ist das... Ach, guck mal. Man ist im Angriffsvorteil.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ich mach mal Weihrauch. So. Ansonsten habe ich vorhin, ihr merkt, ich habe wieder viel auf meiner Liste stehen. Muss ich jetzt hier lang? Sieht mir so offiziell aus. Ich wollte gucken, ob es dort unten rechts noch lang ging. Vor dem Gebäude. Ich vorhin hier, als ich die Sachen geschnitten habe, nebenbei ein bisschen Soundtrack gehört. Und da kam Werbung für eine Zungentrommel, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Und hab ich noch nie so aktiv gehört und mitbekommen. Und ich mache ja Werbung eigentlich immer relativ schnell weg. Aber das hat, die haben dort so ein beruhigendes Lied gespielt. Ich gemerkt habe, dieses Instrument hat auf mich eine übelst beruhigende Wirkung. Da habe ich dann gleich, ich glaube, wie hieß das? Heartpan. Oh, no. Spring sie an. Hätte ich da jetzt... Komm ich denn zu der Kiste? Oh, war da was Gutes drin? Vor allem, ich habe ja gedrückt irgendwie. Wer weiß. Wenn irgendjemand Lust hat, kann mir das ja gerne schreiben, was dort drin war. Und ob es wichtig war, ob ich jetzt weinen muss. Und drück mal gegen die Tür. Und es war total schön gewesen. Nichts machen. Dann werde ich mir, glaube ich, mal bei Spotify mal eine Playlist raussuchen, weil ich fand das total meditativ. Nee, bringt überhaupt nichts. Hey, aber wo muss ich denn jetzt hin? Okay. Ist ein bisschen verwirrt. Jetzt hier unten links lang? Nee. Da habe ich gleich mal geguckt, wie viel solche Trommeln kosten. Ja, kann man ein bisschen Geld lassen. Ach so, vielleicht ist der... Ach ja, da kam er nicht rüber, stimmt. Also ist das vielleicht doch gut. Aber trotzdem frage ich mich, wie ich dort oben hinkomme. Naja, wurscht. Jetzt holen wir das mal das hier. Ja, also eine Zungentrommel würde ich mir demnächst erstmal nicht gönnen, weil ich glaube, das waren so 100 bis 200 Euro. Die habe ich jetzt nicht gerade so, dass ich denke, so aus Gag holt man sich das mal. Aber ich habe kurz überlegt, so, oh ja, ich will das auch spielen. Ich bin da ja manchmal so ein bisschen ADHS-ig unterwegs. Ich denke so, ja, ich muss das jetzt auch unbedingt machen. Ich kaufe mir das. Machen wir den gleich mal wieder weg. Zack. Und aber, wie gesagt, werde mir mal ein paar Playlists raussuchen, ein bisschen hören, weil ich stehe ja so ein bisschen auf diesen meditativen Kram. Ich mache jetzt keine aktiven Meditationen, aber so in der Ruhe manchmal sein mit solchen Melodien, finde ich ganz schön. Ach so, das habe ich zu viel angegriffen. Jetzt hätte ich mal gucken können, ob ich das vielleicht doch fressen kann. Aber vielleicht reichen ja Quinas, Freyas und Vivis Angriffe nicht aus. Mal gucken. Doch. Ist weg, ne? Oder? Nee? Gucken mal. Ich würde sagen, wir hauen den Husacht-Markus mal wieder weg. Husacht-Markus, das kann man auch so richtig gut aussprechen. Das heißt doch Husar. Mal auf den. Na, was sagst du? Nicht genießbar. Ach so, das... Das ist witzig, dass das bei dem, frag mich bei denen, die ungenießbar... Nee, das ist komisch, dass es hier gleich nicht genießbar sagt. Es wäre schön gewesen, wenn sie das bei allen gemacht hätten und nicht erst dann am Ende. Na, egal. So. Sehr schön. Dann gehen wir hier mal weiter gucken. Ah, ich hab schon... Och Mann, ey, keine Überlebenden. Das ist doch zum Kotzen. Mann, ey, restlos. Auf den Balkon gehen, ja, geh mal. Wir hoffen, dass wir nicht Zon und Son gleich wieder treffen. Gibt's hier irgendwas noch zu holen? Wieder. Oh, was ist da? Eine Kiste. Ach, ich wollte mal gucken, ob wir eigentlich in unserer wertvolles, genau, den Passierschein. Dem Besitzer des Passierscheins wird erlaubt, das Königreich und die anliegenden Gemeinden zu betreten. Zit. Nicht lang. Gibt's hier irgendwas? Oh, guck mal. Da hat jemand überlebt. Sehr schön. Das wäre eine Glocke für uns. Ich bitte euch, nehmt die Glocke. Haha. Die unter dem Bett liegt. Geht zum Palast und rettet den König. Machen wir. Welches Bett? Ach, das ist ein Bett. Von ihm mitbekommen. Ansonsten habe ich in den letzten Tagen ein bisschen intensiver drüber nachgedacht, wie ich so meine weitere Kanalplanung angehe. Also, für mich ist klar, ne? Ich mache weiter Let's Plays und sowas, sonst wird doch erstmal im Final Fantasy Bereich bleiben. Da
tatsächlich war ja mein ursprünglicher Plan gewesen, sehr viele klassische JRPGs zu spielen, wo es keine Sprachausgabe gibt, wo viel vertont werden muss. Da gibt es ja jetzt auf der PlayStation 1 jetzt gar nicht so überdimensional viele, die in dem Final Fantasy-Stil sind wie hier, sondern viele, die aber eher so die 2D-Optik haben. Und da habe ich ja gar nicht so viele gespielt. Und ich wollte tatsächlich auch erstmal Spiele spielen, die ich selber auch kenne. Klar, da gibt es noch sowas wie der Chrono Trigger und sowas, was ich gespielt habe, oder Final Fantasy 6. Die werde ich definitiv auch machen. Und habe mir auch eine Liste erstellt, wo das alles drin steht. Und aber tatsächlich würde ich auch gerne in der Final Fantasy Reihe ein bisschen voranschreiten, aber da habe ich das Problem, dass natürlich irgendwann das Vertonen weniger wird, weil einfach mehr Szenen vertont werden. Da habe ich dann maximal die Städte, und selbst das würde dann in den Final Fantasy 13 ja auch nicht mehr sein. Da bin ich gerade so ein bisschen am überlegen, ob ich erstmal bis Final Fantasy 12 durchziehe, das heißt 10, 10, 2, 11 natürlich nicht, und die 12 mache. Und danach vielleicht im Wechsel. Ach so, tja, Freya, da warst du gegipst. Ob ich danach vielleicht im Wechsel weiter in der Reihe voranschreite, also 13, 13, 2 Lightning Returns, 15, 16. Also 16 auf jeden Fall, aber das ist schon, habe ich ja erst gespielt und muss ich auch erstmal das Problem mit meiner überhitzten PlayStation in Griff bekommen, weil die ist sehr, sehr oft überhitzt bei dem Spiel. Das war irgendwie krank. Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth und dann auch den dritten Teil, wie auch immer er heißen mag. Und ob ich dann immer dazwischen sozusagen einfach in ein klassisches Spiel... Ist jetzt funktioniert? Habe ich die jetzt schon, die Glocke? Ich habe nicht geguckt. Wartet mal kurz. Oh Mann. Was muss ich von hier kommen? Ja, ob ich das einfach im Wechsel mal ein bisschen mache. Wieder aktuelleres Spiel mit weniger Vertonung, sondern mehr Kommentierung und dann wieder ein klassisches Spiel. Und da habe ich auch, wie gesagt, Chrono Trigger, Chrono Cross. Tatsächlich das alte Xenogears würde mich auch mal interessieren und würde aber auch gerne neue Spiele, sowas wie Sea of Stars und so auch spielen. Baten Kaitos habe ich jetzt mal kurz ausgeklammert, weil das so scheiße schwer war. Da bin ich ja nur mit Cheaten im Endeffekt dann vorangekommen. Und das werde ich mir aber irgendwann mal überlegen, wie ich das mache. Ich würde tatsächlich auch irgendwann gerne mal zwei Let's Plays pro Woche, also zwei unterschiedliche Spiele pro Woche rausbringen, aber das lässt tatsächlich so meine Arbeit und mein Privatleben gar nicht so richtig zu. Also muss ich mal gucken, wie ich das mache, aber ich habe ja so gerne Pläne und das habe ich so gemerkt, dass mich das in letzter Zeit so beschäftigt hat, weil es sich einfach auch jetzt so, fühlt sich einfach so richtig an und da kamen mir so die Gedanken und deswegen wird es nicht nur klassisch sein, sondern es wird auch weiter im modernen Trend gehen, weil ich muss irgendwann auch Final Fantasy VII spielen. Also hier, das Remake, es muss sein. Sieh dann. Hinter dieser Treppe liegt der Königspalast. Doch wenn ich sehe, wie verwüstet die Stadt ist, dann habe ich Angst zu sehen, was uns hinter diesen Stufen erwartet. Aber hier aufzugeben wäre falsch. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ich möchte auch wissen, wer diese Kerle eigentlich sind, die mir so ähneln. Siehst du, selbst unser kleiner Freund ist bereit, der Wahrheit gegenüberzutreten. Ja, man muss aber mal sagen, die Freya, die hat ja nochmal eine ganz andere Verbindung hier und ich glaube, das ist traumatisiert die ganz schön. Wir gehen zusammen, Freya, oder? Wir gehen doch zusammen. Ja, reiche deine Hand. Vivi, hast du denn gar keine Angst, mein Lieber? Was dich hinter dieser Treppe erwartet? Das könnte womöglich dein Leben für immer verändern. Ja, womöglich schon. Aber ich möchte wissen, was für ein Mensch ich eigentlich bin. Oder ob ich überhaupt ein Mensch bin. Vivi, was redest du denn da? Du schießt auf jeden Fall wie ein menschliches Kind aus, Mampf. Super, Quina, finde ich gut. Da kommt wer? Oh, ich finde, das sind irgendwie ganz tolle Szenen hier, wie die Charaktere interagieren. Da ist noch einer. Nein. Steckt ihr etwa unter einer Decke mit den Schwarzmagiern? Nein. Wir haben mit denen überhaupt nichts am Hut. Hältst du mich für blind? Hinter deinem Rücken ist das etwa keiner von dieser schwarzen Brut? Ich gehöre nicht zu denen. Ich habe noch nie jemandem was getan. Kann ich das glauben? Du kannst. Oh Freya. Lange her, nicht wahr, Dan? Lange her?
Du machst mir Spaß. Um alles in der Welt hast du gesteckt. Doch dafür haben wir jetzt keine Zeit. Die Schwarzmagier sind uns dicht auf den Fersen und auch ihr solltet besser von hier verschwinden. Wir auch. Was trödelt ihr so bald euch? Wo befindet sich eigentlich der König? Der König? Den habe ich nicht gesehen. Für mich hat jetzt erstmal meine Familie Vorrang. Ist richtig so. Machst du gut. Freya, vergiss den König. Schaut, dass ihr hier selber lebend rauskommt. Wenn ihr euch mit den Schwarzmagiern anlegt, ist das euer Todesurteil. Für mich hat meine Heimat und mein König Vorrang. Mein Schicksal liegt hinter diesen Stufen, nicht in der Flucht. Dann lasst uns mal voranschreiten. Es gibt ja wirklich so Rollenspiele, da sind die Interaktionen zwischen den Figuren ja nicht so, aber hier bei Final Fantasy IX finde ich es doch schon stark. Lasst uns schnell fliehen. Ich kann mich nicht bewegen. Bring du dich in Sicherheit, bitte. Hör auf, so zu reden. Hast du etwa den Eid vergessen, den wir uns vor Gisa Maluke gegeben haben? Wie könnte ich das? Alles, was ich mir im Moment wünsche, ist, dass du... Ach, ich sag ja, aber alles, was ich mir im Moment wünsche, ist, dass du überlebst. Und ziehe unseren Nachwuchs so auf, dass ich stolz auf ihn sein kann. Nein! Ihr müsst raus aus Bomekia. Schlagt euch nach Lindblum durch. Der Großherzog von Lindblum wird euch sicherlich nicht abweisen. Aber die Schwarzmagier haben meinen Mann übel zugerichtet. Er kann sich nicht mehr bewegen. Wie sollen wir... Sollen wir es denn so bis nach Lindblum schaffen? Oh nein, schnell! Vorsicht! Oh, meine Güte. Puh, das war aber haarscharf. Du hast mich gerettet, Mann. Danke. Liebster. Genau, lasst euch helfen. Vey, Gar, seid ihr in Ordnung? Ja, gerade nochmal mit dem Leben davongekommen. Hey, könntest du mich vielleicht stützen? Ich schaff's alleine nicht. Selbstverständlich. Nochmals danke, Freund. Besuch uns doch mal, wenn unser Nachwuchs geboren ist. Na gerne. Aber wo? In Lindblum. Geht klar, freue mich schon drauf. Ach, sehr gut. Ich will aber trotzdem noch mal kurz reingehen. Ja. Kleines Feuer. Ich war noch im Baden Kaidos drin, also dann so, oh, kann ich da jetzt eine Essenz, eine Magna-Karte mitnehmen? Nee, eine Magna-Karte hieß das doch gar nicht, oder? Ach, genau, ein Markus. Genau. Und dann habe ich vor uns beim Schneiden von meinen Videos nebenbei den Soundtrack von Final Fantasy X-2 gehört. Und der ist ja genauso kontrovers wie das Spiel an sich. Links, rechts, links. Immer links. Ich öffne mal die Kisten und gehe dann doch mal rechts. Ja, total kontroverses Spiel, kontroverse Musik. Ich hab dort Kritikpunkte an dem Spiel, werde ich auch anbringen, wenn ich das Spiel spielen werde. Das werde ich definitiv machen, werde auch meine Freude dabei haben. Wo das tatsächlich ein Spiel sein wird, wo ich mir überlegen muss, ob ich da nicht doch mehr das Lösungsbuch zu Rate ziehe. Weil man kann dort so viel verpassen, das ist absoluter Wahnsinn. Und ich werde doch so viel von den Haupt- und Nebengeschichten mitbekommen, dass ich weiß nicht, wie unlösungsbuchartig ich das machen möchte, aber da habe ich ja noch ein bisschen Zeit, aber das werde ich definitiv spielen und vielleicht doch den einen oder anderen das Spiel noch ein bisschen näher bringen, weil mir fetzt das total, vor allem die International-Variante feiere ich sowieso total. Das wird so cool und Soundtracks hören ist sowieso immer total übel. Da habe ich immer sofort Bock auf die Spiele, ganz schlimm. Ich könnte mit Freya mal wieder Drago Megera machen. Hat die nicht noch was anderes gelernt? China macht jetzt mal mit Kürbisfalle schon gemacht. Ja. Das machen wir mal. Gehen wir mal runter. Eine Speise brauchen wir nicht. Auf dich hier. Augen auf. Wir machen mal Augen auf. Okay. Erstmal Drago Megera. Schicki. 142, nicht schlecht. Ansonsten war ich gestern bei Tribute von Panem, The Ballad of, keine Ahnung, wie der Untertitel heißt, also den Prequel von den Hunger Games, habe ich ja schon mal erzählt in irgendeinem Part. Hunger Games ist ja einer meiner absoluten Lieblings-Dystopie-Roman-Büchereien, generell eine meiner Lieblingsbüchereien. Ich fand die Filme auch super, ich fand auch die Darsteller toll und
hatte das Buch vor ein paar Jahren gelesen, fand das Buch in Ordnung, war eben so ein bisschen Fanservice-mäßig, war genau das, einfach die Welt noch so ein bisschen erweitern. Und ich muss sagen, mir hat der Film total gut gefallen, der war recht lang, aber ich fand den gar nicht zu lang und hat mir sogar ein bisschen besser als das Buch gefallen, weil ich fand, dass das mit manchen Strecken, gerade so mit dem letzten Teil im Buch, ein bisschen besser umgegangen ist. Hat sich trotzdem im Film Zeit genommen, das fand ich gut, fand die Darsteller cool, fand einfach die Szenerien total toll, Soundtrack, viele Easter Eggs. Und wie gesagt, der Film wird da eher so ein bisschen schlecht bewertet. Ich muss sagen, ich fand den jetzt nicht überragend, dass ich gedacht habe, so, oh mein Gott, dieser Film hat mein Leben verändert. Also das war's nicht. Mal kurz gucken, ob jetzt hier was jemand was gelernt hat. Natürlich Quatsche untergegangen. Ich hätte einen neuen Stock für Vivi mal cool. Wissen wir mal was? Nee, das war nicht. Aber ich fand den unterhaltend und ich werde mich auch total drauf freuen, den, wenn der rauskommt, nochmal anzuschauen. Und ich will erstmal hier nach rechts, dann nach links und dann werdet ihr dort oben, was ihr dort gesehen habt, da wird es wahrscheinlich zum Abschluss dieses Dungeons gehen, sag ich mal. Echt jetzt? Donnerstock für Vivi, nachdem ich das gerade gesagt habe. Geil. 1 Million Dollar bitte. Oder Euro. Na? Wo bleiben sie? Schade. Ich dachte, es funktioniert. Stills geht. Ich habe mich schon lange nicht mehr gesehen. Oh Gott, wie habe ich dich gesprochen? Ich überlege jetzt mal. Oh, ist schon jemand da? Ist mir wohl jemand zuvor gekommen? Naja, wenn du schon mal hier bist, willst du mir was abkaufen? Ja. 3 Teile Set. Gold, Nadel, Halbpunkt. Klar, gekauft. Besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Okay, du bist ja günstig unterwegs. Gießt der wie aus Kübeln. Guckt mal, das ist doch nicht der Ernst, ey. Blitzra und Gift. Das natürlich hier thematisch sehr passend ist. So ein bisschen dramatisch, traurig. Sagt man Mockshop? Oh, guckt mal. Oh, eine Mistgabel. Das haben wir schon. Mit Riefhäusling. Könnte man es ein zweites Mal kaufen, falls Steiner den... Das sind ja jetzt nicht so mega viel. Zipfelmütze habe ich 3-mal. Das brauche ich nicht. Sutus Hut. Brauche ich einfach noch ein zweites Mal, falls Lilly den braucht. Oh, Filzhut. Da haben wir schon. Ah, Babuta. Kaufe ich jetzt 2-mal. Bronzeharnisch. Habe ich schon 1-mal. Zauberkürass im Inventar 1-mal. Kaufe ich ein zweites Mal für Steiner. Ich habe auch noch Karten auf meiner Liste stehen. Möchte jemand mit mir Karten spielen hier zufällig? Yay, guck mal, ich habe einen Brief für dich. Vielen Dank, dass du mir diesen Brief von Mock gebracht hast, Kupo. Von Mock an Artura. Stilskin scheint auf dem Weg zu dir zu sein, Kupo. Ach was, aber ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein. Habe ich ihn noch nie getroffen, Kupo. Wenn du ihn triffst, sag mir bitte, was der so für ein Mokri ist. In gelber. Gerüchten zufolge soll er ja eine Weltkarte auf dem Rücken haben. Ich hatte aber viele Karten auf dem Rücken, glaube ich. Und er soll lauter seltene Items in der Tasche haben. Mit sich durch die Welt tragen, Kupo. Naja, selten fand ich die jetzt nicht. Stilskin ist schon ein 1000 Sasser von einem Mokri, Kupo. Nimm das zum Dank. Oh. Bonus. Überleg jetzt ein bisschen, könnte man jetzt theoretisch zurückgehen und die abgeben? Muss ich das? Geht das überhaupt? Schreib das mal auf. Bonus. Das klingt das irgendwie was Geiles, was jetzt schon cool wäre. Eine Bitte. Ja, gerne doch. Übergebe diesen Brief an Mohana. Ich übergebe es gern an Mohana. Wo ist denn Natsuna eigentlich? Ist auch was anderes? Gut, wir machen erstmal... Nee, wir machen noch kein Set. Wir speichern erstmal. Dann gehen wir ja noch links rein. Und dann kommen wir wieder zurück und speichern hier. Und dann ist nämlich ja der Part auch beendet, weil das lohnt sich jetzt... lohnt sich das? Jetzt muss ich mir nur überlegen, ob ich das will, ob ich noch zum Ende dieses Gebiets gehe oder ob ich fies bin und Cliffhanger mache. Naja, wir gehen erstmal hier rein und gucken mal, was hier passiert. Oh, schaut mal. Das ist doch bestimmt ein Speer für die Freya. Gibt es hier keine Waffen mehr, die man noch gebrauchen könnte? Doch, da vor deiner Nase? Dieser Speer... Gut
ausbalanciert und leicht zu führen. Mithrilspeer, sehr schön. Umso besser. Spieß damit ein paar Schwarzmagier für mich auf, okay? Sieh dann. So nicht gut. Ups, ich und mein vorlautes Mundwerk. War nicht so gemeint, Vivi. Ich weiß. Oh Gott. Brutal, aber... Ach, schon gut. Vivi. Mann, doch dann, nee, das war echt dumm von dir. Gucken gleich mal. Achso, du lernst noch Drachentöter, aber das machst... Nee, du musst erst mal zu Ende lernen. Okay, gut, dann gehen wir mal zum Speicherpunkt zurück. Ach doch, kommt. Wir machen das jetzt noch. Ich hab irgendwie Lust drauf. Erst mal heilen und dann speichern wir. So. Neue Speicherung. Was, sonst wird man hier so die Klimax verderben. Das finde ich irgendwie auch schade. Irgendwas vorzubereiten? Nein, ich glaube nicht. Hier steht auch kein Ziegel mehr auf dem anderen. Naja, ich frage mich, ob der König überhaupt noch... entsprechend Ruhe lassen, wie es wo gerade Lilly geht. Ich würde sie erstmal in Ruhe lassen. Vivi, ich denke, wir lassen sie für eine Weile besser in Ruhe. Irgendjemand ist dort. Freya! Ich kann die Anwesenheit mehrerer Personen im Palast spüren. Beeilt euch und klettert mir nach, meine Lieben. Mir nach, sagt sie. Leichter gesagt als getan, meine Liebe. Ja, komm, sieh dann, du mit deinem Affenschwanz schaffst doch alles. Naja, dann wollen wir mal. Gott, Hilfe. Hey, komm schon, trau dich. Na gut. Wow. Aussichtslos, was? Nicht so tragisch. Finde irgendwo einen Durchschlupf und komm uns nach. Im Palast gibt es bestimmt lauter leckere Sachen. Ich komme ganz sicher auch nach Mampf. Weiß nicht. Mal gucken. Ihr werdet schon ein Löchlein finden. Ach, unsere herzallerliebste Königin. Das ist doch... Gott, wie hatte ich die vertont? Ich habe es geahnt. Was willst du damit sagen? Ich bin nur deswegen nach Bomekia zurückgekehrt, weil mir das Gerücht zu Ohren gekommen war, dass Brain es auf Bomekia abgesehen habe. Mal, die Frau da links, das ist doch Alexandrias General in Beatrix, oder? Das ist also Beatrix. Oh mein Gott, ich muss mir doch schnell überlegen, wie ich die spreche. Ihr Anblick lässt selbst ein weinendes Kind verstummen. So erzählt man sich, aber es ist das erste Mal, dass ich sie mit eigenen Augen sehe. Beatrix also. Ich trink mal schnell was. Beatrix. Ja. Beatrix sagt, das ist die Freya. Doch, das ist ihr Fiem, das sagt sie. Wer ist das, sagt es er? Mir wurde zugetragen, dass es auf dieser Welt noch viele weitere Krieger gibt, die mein Können bei Weitem übertreffen. Unter denen befindet sich auch Beatrix, deren Schwerttechniken nicht nur in Alexandria, sondern auch auf dem ganzen Kontinent unangefochten sein sollen. Du wirst deine Meinung nicht ändern, oder? Lässt mich zurück und gehst auf Reisen? Ja, bitte verstehe mich, Freya. Noch herrscht Frieden in Bomekia, aber das Rüsten in anderen Ländern hat bereits begonnen. Ich will herausfinden, wie gut ich im Ernstfall Bomekia mit meinem Speer verteidigen kann. Ja, und wo bist du jetzt? Da muss ich die Welt bereisen und mich mit den mächtigsten Kriegern aller Kontinente messen. Radley, hast du schon mal erwähnt, ne? Ich weiß nicht, ob ich ohne dich leben kann. Freya, du bist stark genug, du kannst es. Glaube an dich selbst und glaube an dein Schicksal. Wenn ich die ganze Welt umrundet habe, dann kehre ich nach Bomekia zurück. Das verspreche ich dir. Kann ich dir das glauben? Ja, natürlich. Doch, Radley, du kehrtest nie zurück. Alles, was von dir blieb, ist das Gerücht, du wärst in einem fremden Land gefallen. Aber das konnte ich nicht glauben. Ich wollte es nicht glauben. Bevor ich dich nicht selbst mit meinen eigenen Augen tot gesehen habe, habe ich mir geschworen, es nicht zu glauben.
Und daher zog ich selbst in die Welt hinaus. Okay, da haben wir ihr Motiv. Was hast du, Freya? Nichts. Es ist nichts. Nur ein bisschen in alten Zeiten geschwelgt. Ja, der passende Zeitpunkt, ne? Denkst du immer noch an ihn? Okay. Okay, da kommt noch jemand, wo ich mir schnell überlegen muss, wie ich den vertone. Oh Gott. Da vorne tut sich was. Scheiße. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Mysteriöser Mann. Ach, ansonsten ändert stimmt nochmal. Welch herrlicher und köstlicher Regen. Fast so, ja fast so, als wolle der Himmel unseren Sieg segnen. Oh, Kuria, dank der von dir gelieferten Schwarzmagier ist Bomik ja schon so gut wie erobert. Aber ausgerechnet den König habe ich noch nirgends aufspüren können. Wenn wir uns nicht des Königs entledigen, dann werden diese widerlichen Ratten in ihren Löchern wieder zu Kräften kommen und wer weiß, auf was für törichte Ideen sie dann vielleicht noch kommen. Also Generälin Beatrix. Ich beauftrage umgehend Zorn und Sonn mit einer Durchsuchung der ganzen Stadt. Auch ich werde an dieser Suchaktion teilnehmen. Wenn das mal keine Zeitverschwendung ist. Bitte? Wisst ihr das denn nicht? Ratten kommen aus ihren Löchern gekrochen, wenn es ein Erdbeben gibt und fliehen. Dieses Mal haben sie sich in den schützenden Sand verkrochen. Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes den Schwanz eingezogen und sind abgehauen. Ach ja, der König übrigens allen voran. Sand? Nicht doch. Du meinst doch nicht etwa Clara? Ist das das, was wir vorhin gesehen haben? Wenn sie wirklich nach Clara sind, dann macht das die Sache aber unangenehm kompliziert. Clara. Könnten wir den Sandwirbelsturm durchdringen, wäre ein Angriff mit meiner Einheit ein leichtes, aber... Sind sie tatsächlich in Clara? Dann war es das für uns. Ja, kannst du denn nicht wieder etwas mit deinen Kräften bewirken? Bitte setzt euer Vertrauen in mich. Es soll mir zu höchsten Freuden gereichen, euer Hoheit ein Spektakel bieten zu dürfen, welches euch hoffentlich zufriedenstellend in der Lage sein wird. Ich hätte da eine kleine Bitte an euch, Generälin. Könntet ihr nicht vielleicht all eure Truppen von Clara zusammenziehen und in Position bringen? Diese Ratten werden sicher bis auf das letzte Widerstand leisten. Vielleicht reichen meine Schwarzmagier alleine nicht aus, um sie auszurotten. Interessante Klamotte, mysteriöser Mann, muss ich mal sagen. Hast du das gerade gehört? Ja, aber wer ist eigentlich dieser unheimliche Kerl? Tja, da bin ich überfragt. Clara, meinten Sie wirklich die legendäre Stadt Clara? So ist es. Seit sie jeglichen Kontakt zur Außenwelt abgebrochen haben, sind wohl bald 100 Jahre vergangen. Sie haben es also bis nach Clara geschafft. Dann werden sie für eine Weile in Sicherheit sein. Was ist Clara überhaupt für eine Stadt? Clara wohnt ein Volk, in dessen Adern dasselbe Blut wie in den des bomikianischen Volkes fließt. Noch eine kleine Streitigkeit vor langer Zeit hat einen Keil zwischen unser Volk getrieben. Nun leben sie zurückgezogen und leben unfriedlich in ihrer... durch einen Sandwirbelsturm geschützten Stadt, sagte man. Oh nein! Hey Freya, da kommt schon wieder wer. Oh nein, ach du meine Güte. Oh nein, sie werden doch nicht etwa... Genau, ihr müsst eingreifen. Ja, eine weitere Schändung unseres geliebten Landes lassen wir nicht zu. Ha, ihr wollt euch tatsächlich mir, Beatrix, zum Kampf stellen? Beatrix... Euer Mut zum Mittes verdient durchaus Anerkennung, aber glaubt ja nicht, ich werde Gnade zeigen. Genau, jetzt greifen wir ein. Warte, Beatrix. Und wenn sich dir jemand zum Kampf stellt, so sind das wir. Überlass uns das Feld hier. Kümmere dich um den König, mein Bester. Ergebt uns, Freya, wir vertrauen auf euch. Ich glaube, diese Mäuslein unterschätzen mich etwas. Für mich, die ich auch unter dem geflügelten Namen Tausend Trolle mit einem Streich, wow, bekannt bin, ist allein die Vorstellung, gegen euch zu kämpfen, fast schon beschämend. Ich habe Angst. Das Lied, oh mein Gott, das ist so gut. Ob das wieder ein Kampf zum Versagen wird? Okay, Strategie. Einmal Dragotech. Auf die Bär. Ich nenne sie Bär, weil wir sind nämlich so miteinander.
Und wir gucken mal, wir könnten mal schauen, ob sie vielleicht zufällig Level, also eine Vielzahl von Level 3 ist. Wir haben jetzt ja Blitz, Phönixfeder, echt jetzt. Wir könnten mal Gemach versuchen. Phönixfeder, super lame. Joa, die teilt auf jeden Fall gut aus. Ich würde mal noch weiterhin ein bisschen was abziehen. Kriegt das was? Nee, verfehlt, schade. Und was ich vorhin noch erzählen wollte, ist, dass wir dann noch nach dem Kino noch schön essen waren in einem asiatischen Restaurant mit Buffet. Es hatte voll schlechte Kritiken bekommen und da war ich ein bisschen verunsichert. Aber ich fand es total gut. Es war genau das, was es sein sollte. Übelst viel frittiert. Und es war total lecker. Mir hat es total gefallen. Ich habe mich übelst voll gefressen. Es war richtig peinlich. Es war ein schöner Abschluss. Habe ich mit meinen Geschwistern gemacht. Das haben wir uns ja gegenseitig gewünscht. Zu Weihnachten. Das war toll. So, ja, auf jeden Fall total spannend, wenn man mal guckt, dass jetzt sozusagen Königin Brain jetzt hier war mit Beatrix. Nasshauch hat auch nichts gebracht. Was soll das? Oh, Freya müssen wir heilen, ganz dringend. Und die sozusagen dafür verantwortlich sind. Und wer dieser mysteriöse Mann ist, wissen wir auch noch nicht, was der sozusagen für eine Bewandtnis hier in dem ganzen Spiel hat. Und Fragen über Fragen. Aber Blitzra haut übelst rein. Sehr gut. Deswegen war mir das wichtig, irgendwie das noch zu machen, weil irgendwie habe ich mir so gedacht, Mensch, das haben wir Bomek ja schon halb oder ganz durchschritten. Das würde die Klimax doch wirklich... Oh, wir können das... Na, wir probieren das ja mal jetzt lieber nicht aus. Das ist vielleicht ein schlechter Zeitpunkt, um Sachen auszuprobieren. Ja, würde so ein bisschen die Klimax zerstören, dass wir noch hier das Finale dieses, in Anführungszeichen, Dungeons mitbekommen. Habe ich jetzt schon die Freya High Potion gemacht? Gar nicht erinnern. Ich hätte die jetzt tötet. Ansonsten springst du wieder weg. Du machst nochmal Drago Megera. Schocker. Oh, das ist was Gutes. Oh, tschüss sie dann. Ich versuche dich mal wieder zu beleben, weil ich würde gerne noch weiter von Beatrix klauen. Dann müssen wir aber gleich wieder eine High Potion hinterherknallen, weil sonst... Lass mich raten, die künstliche Intelligenz würde ganz schnell auf Beatrix gehen. Würde Beatrix ganz schnell auf sie dann wieder gehen. So, schnell. Na, oh fuck, Mann. So eine Scheiße. Und gehst du jetzt auf sie dann? Warten mal. Überraschung. Bringt nicht wieder meine ganze Zeit hier damit, den hier zu wiederbeleben. Aber ich will unbedingt wissen, was man noch so klauen kann. Finde ich gut. So, jetzt warten wir mal noch kurz ab, bis... Achso, dann muss ich kurz rausgehen. So, jetzt. Auf sie dann, bitte. Ansonsten steht ja für dieses Jahr nur noch Silvester an. Da haben wir ehrlich gesagt nichts geplant, niemanden eingeladen. Wir werden einen ganz normalen Abend mit länger aufbleiben, machen, ein bisschen rausgehen, knallen und mehr wird es dann im Endeffekt nicht sein. So, also ganz entspannt unsere Silvester. Sind nie besonders spannend. Manchmal kommt jemand vorbei, wenn jemand Bock hat, was zu machen, aber man könnte gern vorbeikommen. Aber da findet hier nichts Außergewöhnliches statt und das ist auch okay. Ich kann mit diesem Tag nicht so viel anfangen. Dementsprechend seichtes Ende und seichter Start. Oh, guck mal, der Vivi absorbiert, wie cool. Finde ich gut. Vivi mag das. Ich lasse mir nochmal springen, da bist du wenigstens aus der Schusslinie. Ich hoffe, dass wir noch... Plattenpanzer, sehr gut. Ich glaube, jetzt können wir es langsam auch aufgeben. Oh, wow. Ein Glück gehabt. In 100 Jahren wäret ihr meiner nicht wirklich Exekutionsschlag. Oh. So. Seht nur, wie schwach ihr seid. Ah, scheinbar sehr, sehr stark. No. Die naiven Einfallspinsel. Jemanden, der es mit mir aufnehmen könnte, gibt es wohl auch in diesem Land nicht. Beatrix, bist du fertig? Dann beginne sofort mit den Vorbereitungen für unsere Invasion in Clara. Ja, meine Königin. Beatrix, warum machst du das mit? Ach, Kuya, der Name doch schon bekannt. Nun, diese widerlichen Ratten sind kein Problem mehr. Hey, sag mal... Wer hat deine Klamotten ausgewählt? Es kann nur Christina Aguilera gewesen sein. Wahrscheinlich die gleiche Kollektion wie die für die Soldatinnen in Alexandria. Alter Falter. Dieser kleine Junge hier schon eher.
Das war mal am Abgang, ey. Meine Güte, und was für eine geile Introduction für ein Bösewicht. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie was zum Speichern. Schade. Aber es ist nur eine unruhige Zeit geworden. Was ist nur mit dieser Welt passiert? Du redest von Bomekia, oder? Sie wurden ja angeblich von einer völlig unbekannten Armee von Zipfelmützen überrannt. Und was mache ich, wo ich doch in Zeiten wie diesen endlich meinen Mut beweisen könnte? Ich schiebe an diesem einsamen Ort Wache. Seid doch froh, ich persönlich mag ja eigentlich keine Kriege und möchte deswegen auch nicht in einen verwickelt werden. Aber sag mal, war dieser Alte mit dem Gesicht im Breitformat und dem Sack voll Schweißgurken nicht doch ziemlich verdächtig? Nö, finde ich eigentlich nicht. Hä? Ich dachte, du hättest ihn am meisten verdächtigt. Mein misstrauischer Blick ist mir angeboren, das weißt du doch. Ich sag es dir nur einmal, also schreib's dir hinter die Löffel. Unter Gurkenliebhabern gibt es keine bösen Menschen, ah ja. Die einzige Sorte von Gurken, die ich nicht essen kann, sind nun mal diese ekelerregenden Schweißgurken. Aber irgendwie beneide ich doch den Alten. Kann es sein, dass dich die meisten Leute falsch verstehen? Gut möglich. Sonst wäre ich jetzt wohl nicht hier und würde eine ruhige Kugel schieben. Ah ja, interessantes Gespräch. Oh, bitte lass kleinen Mokri kommen, weil der Part hat schon Überlänge. Okay. Dem Schaffner zufolge werden wir bald den Gipfel erreichen. Prinzessin. Soll's doch nicht so nennen. Räusper Fräulein Lilly? Sie schläft. Sie ist wohl eingeschlafen. Prinzessin scheint diesen verruchten Gerüchten über Königin Brain tatsächlich Glauben zu schenken. Aber es ist völlig absurd, dass Königin Brain einen Krieg anfangen würde. Nein, überhaupt nicht. Zurück im Schloss werden wir diese Missverständnisse sicherlich aufklären. Ach, du bist so schön naiv, Steiner. Aber was rede ich? Meine Aufgabe besteht einzig und allein darin, die Prinzessin wohlbehalten wieder ins Schloss zu geleiten. Ja, mach das mal. Nächster Halt, Berggipfel. Bitte alle aussteigen. Ja, aber auch krasses Bild, wie die dort am Boden lagen. Ey, die hätten die locker töten können, haben sie aber nicht gemacht. Schönen herzlichen Dank. Gute Reise wünsche ich euch noch. Allerdings dauert es noch ein Weilchen, bis die Gondelbahn Richtung Alexandria eintrifft. Wann wird sie denn ankommen? Sie wird zeitgleich mit unserer Ankunft im Borden hier eintreffen. Mit anderen Worten, es dauert etwa genauso lange wie die Fahrt nach oben. Dort drüben in der Wartehalle könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Dankeschön. Was ist los, Steiner? Prinzessin. Oft muss ich denn noch sagen, Wie oft muss ich denn noch sagen, dass ihr mich nicht so nennen dürft? Wir haben es endlich geschafft. Wir sind auf alexandrischem Boden. Ich habe Mokri irgendwo. Nein. Muss ich mich entscheiden, ob ich dann nicht lieber doch einen neuen Part anfange, aber keine Zeit, Hilfe. Wir sind endlich zu Hause. Aber das Schloss scheint noch nicht in Sicht zu sein. Für euch mag das Schloss gleichbedeutend mit Alexandria sein, aber... Ihr haltet mich doch nicht für ein unwissendes kleines Mädchen, oder? Aber eure Exzellenz, wie könnte ich? Nun gut, dann lasst uns gehen. Mokri, 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 find ich ein Mokri. Nein. Wie das Schild, oder? Ah ja, danke, danke, danke. Hoffe ja, dass im, Wartehäusel. Willkommen auf dem Berggipfel. Wisst ihr, wie die Gondelbahn hier funktioniert? Nein, eigentlich nicht. Dann werde ich euch mal ein wenig darüber aufklären. Ihr offizieller Name ist Bergmeer und erbaut wurde sie vor 8 Jahren als goldene Brücke für die freundschaftliche Beziehung zwischen Lindblum und Alexandria sozusagen. Betrieben wird sie mit einem lindblumschen Nebelantrieb und die zwei Gondelbahnen hängen praktisch aneinander, sodass, wenn die eine am Fuße des Berges ist, die andere den Gipfel erreicht. Danke. Jetzt hier. Geht's denn jetzt zum... Ach so, okay. Ich will dann mit der Tusse nochmal sprechen, mit dem Mary. Das ist also die Wartehalle. Wir sollten hier Erkundungen einholen, bevor die Gondelbahn Richtung Alexandria eintrifft, Prinzessin. Mokri. Gott sei Dank, ein Mokri. Oh, Gott sei Dank. Hallo, kannst du mit dem mal sprechen? Ich versuche mit Hilfe dieser Karte unseren nächsten Schritt zu planen. Ich will mit dem Mokri sprechen. Ey, arsche mich nicht. Guck mal, ich krieg noch einen Brief, aber erstmal.
Nein, erstmal speichern. Machen wir alles nächste Mal. Ich hatte jetzt echt Angst, ich muss hier noch einen nächsten Part aufnehmen. So, dann machen wir mal eine neue Speicherung. Und wenn ich mich richtig entsinne, muss ich mal gucken, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass, Moment, dass nämlich jetzt das Ende in Bromekia den Wechsel zu CD2 bedeutet hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das sehen, wenn wir ins Menü gehen, aber ich bin mir relativ sicher, dass dort das Ende von CD1 war. Ansonsten korrigiert mich gerne. Guckt jetzt deswegen nicht nochmal nach. Deswegen war mir das irgendwie wichtig, den Part noch hier abzuschließen. Okay, ihr Lieben, ihr habt gesehen, wir haben Bromekia nicht gerettet. Wir haben eine herbe Niederlage einstecken müssen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß natürlich, wie es weitergeht, aber ich tue einfach mal so, als wäre Tabula Rasa in meinem Kopf. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Part, wie es hier mit Lilly und Steiner weitergeht. Und was unsere Recken in Bromekia, wie es dem Leuten ergehen wird. Ich bedanke mich wieder mal vielmals bei euch und freue mich auf den nächsten Part mit euch zusammen. Macht's gut, bis bald, euer Otherside. Tschüss und ich wünsche euch mal schönen Jahreswechsel, was Quatsch ist, weil ihr werdet den Part hören, wenn der Jahreswechsel schon längst vorbei ist. Also wünsche ich euch einfach mal einen guten Jahresstart. Tschüss!